Das Zentrum der Plattform ist der Feed. Dort findest du die aktuellsten Aktivitäten der Community und deiner abonnierten Seiten chronologisch aufgelistet. Auf der linken Seite kannst du auf die verschiedenen Bereiche der Plattform zugreifen. Mit einem Klick auf Feed gelangst du in den Feed. Da wir uns aber bereits dort befinden, passiert nun erstmal nichts. Klickst du auf Community, werden dir alle Mitglieder der gesamten Community angezeigt. Hier kannst du dir die Profile der UserInnen anschauen und diese auch direkt per Privatnachricht kontaktieren. Mit einem Klick auf Veranstaltungen kannst du alle Veranstaltungen, die in der Muko-Community und auch den anderen Communities geteilt wurden, ansehen sowie eigene Veranstaltungen erstellen. Zeitnah anstehende Events werden dir außerdem auf der rechten Seite angezeigt, sodass du auf einen Blick sehen kannst, was als nächstes ansteht. Auf dem Markt kannst du Artikel, die einen Bezug zur Branche haben, kaufen, verkaufen, leihen, verleihen, tauschen und suchen. Außerdem findest du hier Open Calls, Jobangebote, Mitfahrgelegenheiten und vieles mehr. Unter Kanäle findest du Orte zum Austausch zu unterschiedlichen Themen. Kanäle funktionieren dabei wie Ordner. Jeder Kanal enthält Unterseiten zu spezifischen Themen. Du kannst in den unterschiedlichen Kanälen selber eine Seite erstellen und zum Beispiel unter Projekte dein eigenes Projekt sichtbar machen. In den Wissenspools dein Fachwissen teilen oder dich auf bestehenden Seiten in die Diskussion einschalten, indem du diesen folgst oder zu den Mitwirkenden hinzugefügt wirst und dadurch Updates posten kannst. In dem Kanal 0x0 Helpdesk findest du zudem Informationen, die für die Nutzung der Plattform hilfreich sein können. Solltest du darüber hinaus Fragen haben, kannst du dich jederzeit an das Community Management wenden.